another day, another challenge. Here you are again. Hallo, ich bin's wieder. Wie wir sehen, hat mein Kollege Lukas mit dem Lackaufbau angefangen mit zwei Gängen säurehaltigen Waschprimer. Darauf drei satte Gänge Variofiller. Das Beste, was auf dem Markt zu erhalten ist, für einen vernünftigen Korrosionsschutz im Lackaufbau. Dieser säurehaltige Haftprimer oder Waschprimer kommt direkt aufs nackte Blech. Sehr wichtig, nacktes Blech, Korrosionsbildung eventuell durch vorhandene Luftfeuchtigkeit. Als Trennschicht zwischen dem Waschprimer und dem Lack brauchen wir einen sogenannten Füller, den wir da oben stehen haben, wie eben schon erwähnt. Wir können den Lack nicht direkt auf den Waschprimer auftragen, die zwei Materialien würden sich nicht vertragen. Dafür muss eine fette, deckende Trennschicht da sein und die bildet der Füller. Hier sind wir schon einen Schritt weiter. Nachdem der Lackaufbau, wie eben schon erwähnt, durchgeführt wurde, haben wir hier dieses wunderschöne, originale Kasanrot aufgetragen. Wie im Original haben wir die Schweißnähte wieder mit einem anständigen Karosseriedichtmasse versiegelt. Bevor der Lukas dann den Unterboden so gut und gründlich, wie es eben ging, lackiert hat. Wenn das Fahrzeug komplett zusammengebaut ist und Federn steht, werden wir nicht, wie es früher sehr häufig der Fall war, dick Bitumen auftragen. Warum auch? Dann hätten wir nicht lackieren brauchen, dann ist das Rot nicht mehr zu sehen. Hier kommt nur ein transparenter Unterbodenschutzwachs drauf, der auch noch den Vorteil bietet, dass falls irgendwo, aus welchem Grund auch immer, hier nochmal Korrosion entstehen sollte, frühzeitig können wir den dann erkennen und dagegen vorgehen. Ist da eine dicke Bitumenschicht drüber, sehen wir wahrscheinlich erst, dass da Rost drunter ist, wenn es doch durch ist oder wenn es Blech durch ist. Hier gehört die Vorderachse rein. Die hängt im Lackierraum, die wird jetzt noch schwarz gemacht. Ich mache jetzt Feierabend. Viel Spaß mit Lukas. Hallo, ich bin der Lukas. Ich bin der Lackierer bei Vogel. Das sind die Achse von VW Debus T2. Eine ordentliche Achse von Bus muss schwarz sein und mache ich den schwarz hier. Another day, another challenge. Here you are again. Sounds like you got to run your sleep. It's a body's race, you've got to get the place. So, fertig. But with no chance to finish first. So watch out, be careful by yourself. So watch out and be careful by yourself. Better watch out and take care of yourself. Watch out, take care of yourself. Rat race, life is just a rat race. Rat race, life is just a rat race. Rat race, there's no debate anymore. There is nothing except making money. Weakness walks along with morals and beliefs. Sharks are luring, waiting for their chance to grab you. So watch out and be careful by yourself. Watch out and be careful by yourself. So watch out and be careful by yourself. Watch out, take care by yourself. Rat race, life is just a rat race. Rat race, life is just a rat race.